Ja, auch im Weidner vom Friedensplatz hier wurde das Bauschild hier enthüllt. Das signalisiert, dass hier am Friedensplatz mit dem Abriss des Karstadts begonnen wird. Hinten könnt ihr schon mal die ersten Ergebnisse sehen. Dort werden die kleinen Gebäude abgetragen und im März geht es dann hier los. Dann rücken die großen Baumaschinen an, die großen Betonzerstückelungsmaschinen, um hier dieses Areal freizuräumen, damit 2022 hier dieses neue Gebäude am zentralen Platz, hier am Friedensplatz, sozusagen einen wichtigen Impuls in der Stadtentwicklung gibt. Stadtrat Kraft hat eben das schöne Wort von Rüsselsheim auf der Überholspur gesagt. Und dem füge ich nichts hinzu, das sehe ich auch so. Rüsselsheim ist im Kommen. Es passiert hier viel. Und in diesem Sinne Glück auf diesem tollen Bauwerk. Ganz herzlich willkommen hier am Friedensplatz heute zu unserer Enthüllung des Bauschildes. Wir wollen ihm gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister Bausch und Herrn Stadtrat Kraft heute die Neugestaltung des Gebäudes, das hier am Friedensplatz jetzt ab Spätsommer hier entstehen wird, präsentieren. Und bevor ich jetzt in einer kurzen Darstellung auf die neue Visualisierung eingehe, die sich jetzt in den letzten fast 12 Monaten durch die Planung ergeben hat, würde ich gerne mit Unterstützung der beiden Herren jetzt erst einmal das Bauschild hier enthüllen, dann sehen Sie die neue Gestaltung und dann gehen wir da gerne auch noch mal in unseren kurzen Ansprachen drauf ein. So, jetzt müssen wir mal geleitet werden, was wir zu tun haben. Und von mir und die Herren vielleicht hier hin oder da. Ja, okay. Ich ziehe an der. Noch nicht ziehen, ich will gar nicht ziehen. Ist er weit? Ja. Auf drei, eins, zwei. Mach mal leiser. Mach ein bisschen Ruhe, der auch drauf ist. Das ist für alle auch. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die neue Optik dieses Gebäudes und ich freue mich, dass wir heute hier zu dritt dieses Bauschild enthüllen konnten. Das ist also jetzt die aktuelle Gestaltung der Fassade, die jetzt nach langer Zeit gemeinsam mit den Architekten ausgearbeitet wurde. Und Sie sehen eine Fassade, die klar gegliedert ist, mit Gebäudefugen für die 5 Gebäudekörper, die hier entstehen werden, mit gegliederten Fenstern und dem Material Klinker bzw. Putzfassade an einigen Gebäudeteilen. Das Erdgeschoss hat eine offene Gestaltung und diese neue Visualisierung transparenten Eckbaukörper zum Friedensplatz hier und an der Westseite zur Frankfurter Straße ein Gebäude mit 3 Hauptgeschossen und 2 geneigten Dachgeschossen, die dann auch Rücksicht nimmt auf die umgebende Bebauung der Friedensstraße und natürlich auch auf die Stadtkirche. Der Innenhof sehen wir jetzt noch nicht, wird aber so wie es auch im Wettbewerb zu sehen war begrünt werden. Wir werden eine Fassadenbegrünung haben. Und auch das Dach des Hofhauses wird begrünt sein und den Bewohnern zur Verfügung stehen. Das ist jetzt das Ergebnis von rund 20 Planungsrunden, die wir im 2-wöchentlichen Rhythmus gemeinsam mit den Architekten und den weiteren Fachplanern erarbeitet haben. Und ich bin der Überzeugung, wir haben hier ein wirklich attraktives Entree, das hier ab Spätsommer im Neubau entstehen wird. Aktuell sind wir noch mit dem Abbruch beschäftigt. Sie sehen, dass wir hier in der Frankfurter Straße 17 und auch auf der anderen Seite in der Frankfurter Straße 9 mit den Entkernungen der Gebäude angefangen haben, schon weitgehend durch sind. Und sobald das abgeschlossen ist, fällt dann auch die Mauersubstanz, wenn Sie so wollen. Vorher ist, wie gesagt, die Trennung der unterschiedlichen Fraktionen noch vorgesehen, bevor dann die Wände eingerissen werden. Wir brauchen
die Flächen links und rechts des eigentlichen Karstadtgebäudes als Umfahrung zum einen, aber auch als Fläche für den Abriss, denn hier werden dann die Baumaschinen aufgestellt werden, die sich dann links und rechts an dem Karstadt an dem Gebäude nagen werden, bis es dann irgendwann abgetragen ist. Das ganze Karstadtgebäude, der Abriss, wird im März beginnen. Wenn wir an dieses Gebäude rangehen, weil es doch eine besondere Herausforderung zum einen ist, aber auch eine Bedeutung für die Stadt Rüsselsheim hat, werden wir sie dann noch mal gesondert einladen. Wir werden auch, sofern es möglich ist, von der Baustelleneinrichtung her versuchen, im Bauzaun noch Guckfenster zu installieren, damit auch die interessierten Bürgerinnen und Bürger beim Vorbeigehen sich über den Fortschritt informieren können. Und was es in jedem Fall gibt, wir haben auf dem Löwencenter in Absprache mit den Eigentümern dort eine Webcam installiert, wo wir den Abbruch und den Neubau dann von der Seite der Löwenstraße aus dokumentieren. Und dort werden wir dann in regelmäßigen Abständen diese Filmsequenzen auf unserer Homepage dann einspielen, damit man dann noch immer sieht, wie sich der aktuelle Stand dann mit einer leichten Zeitverzögerung dann darstellt. Ja, ich freue mich, dass wir heute soweit sind und Ihnen diese neue Visualisierung präsentieren dürfen. Und zur Ergänzung würde ich Herrn Oberbürgermeister Bausch und im Anschluss Herrn Stadtrat Kraft gerne noch in Ihre Worte. Meister und als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gebobau, dass auch diese Veranstaltung, auch diese Enthüllung quasi ein deutliches Zeichen ist, dass es vorangeht bei diesem Projekt. Die Sonne scheint, ist leicht frisch, aber auch das ist ein gutes Symbol für das Bauwerk. Und ich will auch heute nochmal allen danken, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Sie wissen, das hat viele, viele Jahre gebraucht. Und es haben viele aktiv daran gearbeitet. Also nochmal danke auch an Herrn Regenstein und sein Team, die nie nachgelassen haben, hier dran zu bleiben. Auch an Herrn Stadtrat Kraft und sein Team, die auch hier vieles gemacht haben. Das ist auch von der Seite der Stadt in der Planung und auch in der Baugenehmigungsvorphase vorangeht. Also alles in allem eine Erfolgsgeschichte für Rüsselsheim und darüber freue ich mich natürlich sehr. Vor zwei Wochen hatten wir eine Bürgerversammlung gehabt zu einer anderen Entwicklung hier in der Innenstadt in Rüsselsheim. Ich habe damals gesagt, Rüsselsheim und insbesondere Entwicklung in der Innenstadt sind Emotionen. Und wenn man sich so anguckt, was man so in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken hat lesen können, dann stellt man auch fest, auch mit dem Karstadt werden Emotionen verbunden. Sowohl positive als auch negative. Die einen erinnern sich daran, wie sie in der Kindheit mit den Großeltern dort einkaufen waren und als Kind irgendwie in der Spielzeug- und Spielwarenabteilung was geschenkt bekommen haben. Die anderen beklagen den langen Leerstand, der jetzt endlich, ja nicht beendet, aber gelöst und beseitigt wird. Und ich glaube, und das zeigt auch hier diese Visualisierung, wenn dieses Gebäude einmal steht, wird es auch wieder Emotionen geben, und zwar positive, in der Form, dass man erkennt, was in Rüsselsheim möglich ist. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei der Gebobau auch bedanken, die für uns in der Stadtplanung und in der Stadtentwicklung ein ganz wichtiger Partner geworden sind, weil sie versorgen nicht nur die Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer mit guten und bezahlbaren Wohnungen, sondern sie wagen sich auch an schwierige Entwicklungen heran und sie sind Garant für Qualität. Qualität in der Architektur, Qualität in der Betreuung von Mieterinnen und Mietern. Wir haben keine Probleme, über die wir reden müssen. Auch der Mieterverein spiegelt uns das regelmäßig zurück. Und somit können wir, oder das ist für mich die Hoffnung, dass mit dieser Entwicklung auch gezeigt wird, Wohnen, gutes, qualitätvolles Wohnen in der Rüsselsheimer Innenstadt ist möglich. Häufig braucht es sowas wie ein Best-Practice-Beispiel. Das kann diese Entwicklung sein. Nah am Werner-Park, aber auch auf der anderen Seite nah oder fußläufig am Bahnhof. Somit attraktives Wohnen in der Metropolregion. Und wenn wir uns Rüsselsheim in Gänze angucken, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Der Oberbürgermeister hat es angesprochen, wir haben eine Vielzahl von Entwicklungen, nicht nur hier, nicht nur mit dem Opel Altwerk, SC Opel Gelände. Wir bauen unsere soziale Infrastruktur aus, die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Und ich glaube, Rüsselsheim
dem man lange Zeit nachgesagt hat, hier oder da den Anschluss verpasst zu haben, ist momentan dabei, wirklich auf die Überholspur zu kommen mit guten, qualitätsvollen Entwicklungen. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir mit der Gewobau diesen Partner gefunden haben, der sich daran wagt. Und ich sage mal, diese Visualisierung zeigt, dass erstens die Wahl mit der die auf die Gewobau gefallen ist, die richtige war, dass es richtig war, einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Und jetzt dürfen wir uns alle drauf freuen, auf die Phase der Bauzeit und danach auf die Phase, in der die ersten Mieter einziehen und eine ganz neue Form von Belebung hier in die Innenstadt kommt.